Sommers höchste Priorität hat nun die Aurora-Einheit der Himmelsstadt, wieder in Betrieb zu nehmen. Sie wird ihnen helfen, einen Weg zum Keim zu finden. Wir übertragen ihnen nun die Koordinaten. Seien Sie vorsichtig. Gors Verbleib und seine Gesinnung sind weiterhin ungeklärt. Eins drücken, um Carter aufzurufen. Jo, machen wir. Bringen Sie die Aurora-Einheit ans Netz. Das ist doch mal ein guter Vorschlag. So, eine Sache habe ich hier aber noch. Ich meine, hier hätte es irgendwann mal so eine Art Secret gegeben. Aber ich glaube, das kann man eh erst später mitnehmen. Von daher macht es jetzt noch nicht so viel Sinn, das zu suchen. Aber wäre trotzdem nicht schlecht. Ja, also ich weiß nicht. Kennt ihr das bei Sportarten von euch? Manchmal kenne ich das sogar auch bei Klausuren oder ähnlichem. Ja, dass man dann einfach zu nervös ist, um, ja. Ja, man darf manchmal einfach nicht zu viel nachdenken. Das ist, glaube ich, so die Lehre, die man aus solchen Dingen nehmen kann, soll, muss, könnte, eventuell, ich weiß es nicht. So, jetzt sehen wir übrigens auch den Grund, warum man hier nur weiter kann, wenn man Bryo geschafft hat, weil jetzt müssen wir den Hypermodus und die Ballbombe, also den Hyperball aktivieren. Ja. Und dann können wir hier weiter. Ich weiß zwar nicht, also diese Forschungsstation, ich weiß nicht, wer hier sonst noch so arbeitet, aber die müssen alle den Hyperball können, um hier reinzukommen. Schon ein bisschen blöd. So, Objekt stellt, können wir grappeln. Klar. So, das Ding können wir kaputt schießen, hoffentlich. Ja, das können wir kaputt schießen, wunderbar. Dann können wir uns hier rüber grappeln und... Ich habe gedacht, ich fall runter. Ganz im Ernst, ich habe gedacht, ich fall runter. Ja. Elysia. Ich finde Elysia extrem cool. Elysia hat auch was von Metroid Prime 2. Da gibt es nämlich auch eine Himmelsstadt. Oder ein Himmelssektor. Jetzt sehen wir es hier nochmal. Himmelsstadt Elysia. Es hat einfach Flair, so über den Wolken. Hört euch die Musik auch mal an. Ich finde schon extrem krass. So, jetzt lausch nochmal kurz der Musik. Jetzt hört man natürlich nicht viel. Ach man, egal. Jetzt können wir so eine Grapple-Strecke machen. Aber die Musik ist einfach so ein bisschen entspannend, ja, und so über den Wolken dann noch. Ich finde die Kulisse extrem cool, aber wie gesagt, das ist ein bisschen geklaut aus dem zweiten Teil. Da gab es nämlich auch, wie hieß es da? Im dunklen Nest der Ink und im hellen hieß es, ich weiß es nicht mehr, ich hab's vergessen. Keine Ahnung, auf jeden Fall gab's da auch so einen Himmelsbereich. Oh, wie hieß der denn nochmal? Das regt mich jetzt auf, das müsste man eigentlich wissen. Scheiße. Egal, passt schon. Ja, der geheiligte Tempel? Irgendwie so. Ich glaube, das passt. So, und hier haben wir jetzt Robotersoldaten. Ja. Die ganze Himmelsstadt ist ja eine Forschungsstation. Das heißt, alles, was wir hier antreffen, werden Roboter sein. Keine einheimischen Kreaturen oder so. Wir haben es fast nur mit Robotern zu tun. Das macht eben den großen Unterschied zu Bryo, wo wir ja... Hier kann man hoch. Auf Bryo kann man ja... Okay. Ich glaube, hier kann man ja später was machen. Ja, hier brauchen wir noch ein Upgrade für. Scheiße. Ich weiß, also ich meine zu wissen, dass es hier einen Energietank gab. Deshalb wäre der natürlich super gewesen für die jetzige Ausstattung. Ja, hallo? Zack. Aber die Roboter sind jetzt nicht so stark, wie ihr seht. Und auch relativ, eingeschränkt in ihren Kampfbewegungen. Was haben wir hinten eigentlich? Kommunikationssatellit überträgt dieselbe Signalschleife seit 208,3 Jahren. Das ist eine Zeit. Aber mit dem Schiff können wir hier nichts machen. Nicht mal eben den Satelliten zerstören oder so auf totale Rampage, wollen wir hier nicht gehen. Ist ja nicht so, als wäre es eine Forschungsstation, die von unserem Arbeitgeber finanziert wurde. Egal. Batterieeinheit ist mit holographischen Projektionsscheiben verbunden. Einheit außer Betrieb und Reparatur bedürftig.
Ich glaube sogar, dass man das gar nicht so stark hört, dass ich jetzt so ein bisschen am Nuscheln bin. Ich glaube, das kann ich auch selbst so ein bisschen ausschalten. Das Problem daran, also habt ihr gesehen, da war jetzt so ein Gegner, der unsichtbar wurde. Und das große Problem daran ist, dass ich mich selbst immer ein bisschen zu sehr schone. Ich glaube, ich könnte jetzt alles schon wieder so richtig machen. Aber trotzdem esse ich noch so ein bisschen langsam und auf einer Seite. Und ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ja, ich lasse dann lieber nochmal 2 Wochen mehr verstreichen, anstatt da schon alles Mögliche zu probieren. Kolbengebilde erzeugt Energie, die zur Versorgung des Gondelantriebs dient. Ja. Aber wie gesagt, so, ja. Eben, um das eben nochmal aufzugreifen, solche Situationen, in denen man vom Kopf her einfach nur noch alles machen muss. Wo man eigentlich die körperlichen Voraussetzungen schon 100-mal drinne hat. Okay, das ist so eine Morph-Vol-Kanone, das ist auch eine ziemlich coole Sache. Die schießt uns dann einfach nach hier hinten. Ja. Es gibt viele Situationen im Leben, wo man das so machen muss. Wo man die Fähigkeiten im Prinzip hat, aber gar nicht mehr so nach Fähigkeiten gehen muss, sondern einfach intuitiv irgendwas schaffen muss. Ja? Das gibt es in Videospielen. Hier oben einen Missile-Container kann man locker mit einem Boppelsprung genau abholen. Was ich auch noch nie gezeigt hat, man kann, das ist ziemlich dumm, man kann nämlich auch einfach, indem man die Fernbedienung hochschwingt, einen Morphball-Jump machen. Den gab es in den vorigen Teilen nicht, den hätte ich auch viel häufiger schon einsetzen können, aber ich habe es einfach vergessen. Dann braucht man die Doppelbombe nämlich gar nicht, sondern kann man einfach den Jump oben eine Bombe legen, dann kann man nochmal jumpen und dann kann man die Bombe dann ausnutzen. So, das hier können wir auch noch nicht aktivieren. Sperrmechanismus aktiviert, Entriegelung erfordert simultanen Beschuss aller Ziele. Kriegen wir noch nicht hin. Sind wir zu blöd für. Auch hier, das kriegen wir noch nicht hin. Hitzeempfindliche Legierung im Metall entdeckt. Hochtemperierter Beschuss könnte schmelzen lassen. Auch das haben wir noch nicht. So ein Scheiß. Ja. Hier gibt es echt ziemlich viele Sachen jetzt bei auf Elysia am Anfang, wo man so drangeführt wird und wo man gesagt kriegt, Edge, du kommst ja noch nicht weiter. So, und bei diesen Parcours hier gilt es einfach nur, die ganzen Hindernisse aus dem Weg zu schießen. Mehr können wir ja nicht machen. Wir können nicht springen, wir können uns nicht bewegen, wir können nur schießen. Das kann später auch nochmal so ein paar nervige Situationen geben. Das auf jeden Fall. Aber jetzt im Moment, die anfänglichen Sachen hier sind noch relativ simpel und auch deutlich machbar. Jo. Ja, und was gibt's noch so bei mir? Ich war gestern, vielleicht haben es einige schon, das ist wieder der Typ, der unsichtbar war. Einige haben es vielleicht schon mitbekommen. Hier gab's auch einen miesen Missile, genau hier. Auch den muss man erstmal entdecken. Ich war gestern bei einer Klausureinsicht. Ich habe es auch in Skype reingeschrieben. Das war echt ein bisschen krass, weil diese Klausureinsicht wurde über unser Uninetz angekündigt. Ich hatte mir das Datum rausgeschrieben und wollte die Uhrzeit und den Raum dann nochmal gucken oder angucken an dem Tag, bevor ich eben dahin gehe, weil vorher macht es ja eigentlich keinen Sinn, weil merken tust du dir es nicht. Du kannst es jetzt zwar aufschreiben, aber wenn es eh im Internet steht, warum? Ne? Macht irgendwie Sinn, das dann nicht zu tun. So, hier können wir jetzt nichts weiter machen, als den Aufzug benutzen. Und einen Tag bevor, ja, also ich habe dann wie gesagt einen Tag davor geguckt und mir ist dann aufgefallen, okay, hier können wir nicht rein, mir ist dann aufgefallen, dass es weg ist, ja, dass man es nicht mehr sieht. Ist einem anderen Uni-Kollegen auch aufgefallen, der hat sich dann auch darüber beschwert und lustigerweise, ohne dass ich jetzt selbst nachgeguckt hätte, was er geschrieben hat, vorher in WhatsApp geschrieben und ich danach, also danach hätte ich es schreiben wollen und fragen wollen, ob jemand anders das gefunden hat, aber das mache ich sehr clever, ich weiß. Ja, und lustigerweise hätte ich es dann auch eingeschrieben, habe dann aber gesehen, dass es er schon geschrieben hat und dass wahrscheinlich dann keiner eine Lösung dafür hat. So, hier oben könnten wir hin. Allerdings bin ich dafür, habe ich dafür auch noch nicht die nötigen Sachen. Auch da fehlt uns wieder ein Upgrade. Es ist alles ein bisschen traurig. Ja, wie gesagt, man wird dann so viel rangeführt hier auf Elysia am Anfang und man kann so wenig machen. Das ist auf Brio echt ein bisschen cooler gemacht. Also auf Brio hast du wenigstens, ja, wenigstens so das Gefühl, du könntest irgendwas machen, aber jetzt hier oder gibt es nicht viele Sachen, die du noch nicht machen kannst. Klar, es gibt immer mal hier und da ein Gebiet, wo du nicht rein kannst, aber so alles in allem ist es doch relativ gut gemacht. So, wenn wir jetzt hier rausgehen wollen, genau, ich wollte schon sagen, hier gab es doch mal einen Kampf. Und zwar das Vieh, was uns eben die ganze Zeit so verfolgt hat. Das ist jetzt wieder mal da. Und das gilt jetzt zu zerstören, denn das kann Roboter spawnen. Beziehungsweise aus den Kapseln. Hier kommen immer solche Roboter wieder raus. So, den scannen wir mal.
Ja. Wenn er sich zeigen würde, können wir ja die anderen derzeit scannen. Vapobot, leicht bewaffnet und gepanzert, lässt sich durch thermische Energie außer Gefecht setzen. Ja, thermische Energie. Man könnte auch hier wieder... Es ist schon wieder so ein bisschen... Wird angedeutet, was man als nächstes bekommt. Da muss man im Match halt echt mal drauf achten. Ah, der kommt immer nur wieder neu, wenn ich ein paar kille, ne? So war das, ja. Muss man im Match halt echt mal drauf achten. Sobald man irgendwo ist und eine Waffe ziemlich häufig braucht, ist das meistens die nächste Waffe, die man bekommt. So, genau. Jetzt müssen wir den abschießen. Ja. Der will, kann ihn nämlich irgendwie wieder zum Leben auferstehen lassen. So. Mechanoid Vapolord. Repariert ausgefallene Vapobots zur Tarnung fähig. Okay. So, jetzt können wir hier erstmal ein bisschen so reinhauen. Genau, erstmal die ein bisschen runterdamagen. Richtig so. So, und wenn er jetzt wiederkommt, dann am besten den ein bisschen abschießen. Übermodus ist echt sehr geeignet dafür, glaube ich, weil der wird jetzt hier relativ viel wiederbeleben wollen und in der Zeit lädt sich das halt wieder auf. Wäre ganz gut jedenfalls, wenn sich wieder aufladen würde. Na komm. Ah. So, jetzt einmal hier und einmal hier und da ist er schon down. Wunderbar. Oh, der gibt uns einen Energietank. Krass. Das hatte ich so nicht mehr in Erinnerung. Aber nehme ich natürlich gerne mit, ne? So ist nicht. Vapolord eliminiert. Elipiminiert. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Energietank erhalten. Maximale Energie um 100 Einheiten erhöht. Ja. Und so Klausureinsichten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja. Da kannst du hingehen und kannst... Das kann man grappeln, okay. Okay, bringt uns das irgendwas? Weiß es nicht. Und kannst eben nochmal über die Korrektur deiner Klausur drüber gucken. Ja, so ein bisschen wie wenn du eine Arbeit zurückbekommst. Und der Lehrer sagt dann ja meistens in der Schule auch immer, ja, guck nochmal drüber, zählt nochmal die Punkte zusammen und dann können wir das Ding hier auch öffnen. Wunderbar. Zählt nochmal die Punkte zusammen und dann, ja, kann man auch nochmal auf inhaltliche Korrekturfehler gucken und so, ja. Meistens ist bei solchen Sachen eh... Also manche Fragen, selbst in der Physik gibt es Sachen, die sind so ein bisschen subjektiv. Wenn du irgendwelche Versuchsbeschreibungen machen musst, dann kannst du sagen, ja, das stand doch aber drin und das habe ich doch fast reingeschrieben und so. Und, ja, meistens je länger du diskutierst, okay. Ja, die Dinger hier, die geben einem Informationen über Elysia oder die Forschungsstation hier. Das ist so ein bisschen das Gegenstück zu diesen Tafeln da auf Bryo. Aufzugssystem inaktiv. Ja, da war jetzt wieder das Nuscheln. Zu viel S hintereinander kann ich nicht sprechen. Verwendung derzeit ausgeschlossen, okay. Und hier haben wir Steuersystem, sind funktionstüchtig, müssen im Start aber manuell betätigt werden. Ja, können wir machen. Mein Gott, warum nicht? Ja, meistens ist es ein bisschen so, je länger du diskutierst, desto mehr Punkte kannst du rausholen. Ist echt ein bisschen, in Teilen ist es echt so. Ja, selbst wenn so Objekt, oder, ja... Wo man denken würde, dass ein sehr objektives Fach ist, selbst da. Okay, hier können wir auch noch nicht weiter. Ihr seht, hier haben wir... Also, so weit können wir noch nicht springen. Das wird noch eine Weile dauern. Ja. Je länger man diskutiert, selbst in so einem vermeintlich objektiven Fach, je mehr Punkte kann man rausholen. Ist echt so. Irgendwo ist natürlich eine Grenze, klar, man kann jetzt nicht durch 5 Jahre diskutieren, seine Klausur auf 100% aufwerten. Irgendwo ist klar, oder wenn du nichts hingeschrieben hast. Aber so ein bisschen, ich meine, die anderen sind ja auch ein bisschen bestrebt, zumindest gerade bei uns in so einem kleinen Studiengang sind die Profs auch bestrebt, dass möglichst viele bestehen. Und deshalb gibt es eben diese Möglichkeiten und deshalb ja, auch die Studenten, die das dann machen, die sind auch ein bisschen großzügig, da mal und drücken ein Auge zu oder so. Wenn man wirklich in Teilen was finden kann, was richtig ist in der Aufgabe oder, ja, sowas in der Art. Das ist jetzt übrigens der miese Abschnitt, von dem ich gesprochen habe, weil hier kommen diese Zielscheibenviecher. Die können ganz schön nerven. So, zack. Okay, das war's schon. Aber es gibt später nochmal einen Abschnitt, der ist noch ein bisschen nerviger. So, was haben wir hier? Immer wieder so eine Zielvorrichtung. Sicherheitsabdeckung blockiert den Zugang. Verbundene Zielpunkte erfordern gleichzeitigen Beschuss. Genau, um die Abdeckung zu zerstören. Auch das haben wir schon mal gelesen. Das sind auch so die nächsten Waffen, die wir jetzt hier so auf Bryo kriegen werden, glaube ich. Also kann man sich schon relativ sicher sein drüber. Ja. So wie zur Klausureinsicht. Wo war ich jetzt noch? Ja, die sind auch bestrebt, natürlich Punkte für dich zu finden irgendwie. Und dann geht das auch irgendwie, ja.
Und ich bin jetzt zu dieser Klausureinsicht hingegangen. Zum Glück, weil jemand in WhatsApp, also der Typ, den ich dann in WhatsApp hatte, der hatte noch einen anderen Kollegen irgendwie kontaktieren können und der hatte sich davon einen Screenshot gemacht. Und deshalb konnten wir dann die Zeit und den Raum rausfinden. Und wir waren wahrscheinlich auch die einzigen vier, die dann da hingegangen sind. Also waren noch zwei andere dabei. Und sonst wahrscheinlich niemand anders. Und dann habe ich den mal drauf angesprochen, den Doktor, der für das Praktikum, also es war die Praktikumsklausur bei uns, den habe ich mal drauf angesprochen, warum das rausgenommen wurde. Und gerade auch im Hinblick darauf, dass die Nachklausur eben auch so angekündigt wurde. Und für diejenigen, die Nachklausur schreiben müssen, ist es natürlich blöd, wenn es dann nicht mehr da steht, weil dann können sie nie mitschreiben. Und dann hat er es wieder reingesetzt und hat vergessen, da so eine Frist auszuschalten, in der es ausgestellt wird. Bin ich jetzt falsch gegangen? Ne, bin ich nicht, oder? Okay, hier kann man wieder ein bisschen was... Ja, ist wieder so hitzeempfindliche Legierung, okay. Ja, da hat er dann... Nur so halb, ja, also, wie gesagt, er hat dann gesagt, ja gut, tut mir leid, ist irgendwie blöd gelaufen, ne? Oh, die Aurora-Einheit. Aurora-Einheit. Bla. Ist blöd gelaufen. Und, ja, passiert halt.